Schritte in der Wüste. Schritte, die die Welt verändert haben. Vor 2000 Jahren macht sich ein jüdischer Wanderprediger auf. In Palästina predigt er Umkehr und Liebe. Man wird ihn töten. Doch seine Botschaft überlebt. Die Geschichte des Christentums. Ein endloser Zug der Menschheit. Ein Weg durch Jahrhunderte, voller Irrtümer und Wirrnisse, voller Hingabe und Leidenschaft. Nicht aus Geschichtszahlen gemacht, sondern von Menschen gelebt. Eine Geschichte des Leids, aber auch der Freude. Im 19. Jahrhundert kommt es zur immer stärkeren Konfrontation zwischen überkommenem Glauben und materialistischer Weltsicht. Der rasante Fortschritt scheint das alte Gottesbild mit Volldampf zu überrollen.1785 meldet der Schotte James Watt das Patent Nummer 1306 an, die universale Kraftmaschine. Diese Erfindung, die Dampfmaschine, wird den Rhythmus einer neuen Zeit bestimmen. Sie wird den Fortschritt bringen, die Steigerung der Produktion, die Mobilität. Sie wird aber auch die alte Ordnung zerstören, den überkommenen Glauben in Frage stellen. Es wird ein Jahrhundert des Kampfes werden zwischen Fortschritt und Tradition, zwischen Liberalismus und Konservatismus. Mit Volldampf fährt die Gesellschaft in eine Zukunft, die große Umwälzungen und soziale Erschütterungen bereithält. Es ist das Jahrhundert einer neuen Klasse, die Geburtsstunde der Industriearbeiter des vierten Standes. Immer mehr Menschen ziehen vom Land in die industriellen Zentren, suchen Arbeit und finden doch nur Armut und Elend. Die Kirche fühlt sich durch die gesellschaftliche Umwälzung bedroht und schließt sich enger an die Macht. Kann sie so Antworten auf die sozialen Fragen finden? Ist das Kreuz den Arbeitern Trost oder Last? Das 19. Jahrhundert beginnt für die katholische Kirche mit einem Desaster. Klöster und Kirchengüter werden in Deutschland verstaatlicht. Napoleon bietet den deutschen Fürsten kirchliche Ländereien als Ersatz für französische Eroberungen. Die Chronisten berichten von wilden Exzessen. Sie durchwühlten die Särge, durchstöberten die morschen Gebeine der ehrwürdigen Leichname mit eisernen Stangen. Und nachdem die Goldmünzen und andere Kostbarkeiten gestohlen waren, ließ man die durch und durch verwirrten Gebeine im Wirrwarr liegen und schloss darüber die Gruft. Zehntausend Quadratkilometer Land mit 3 Millionen Menschen werden den Fürsten geschenkt. Die Besitztümer werden teilweise geplündert, Kelche und Monstranzen werden eingeschmolzen und zu Münzen geschlagen. Wertvolle Handschriften werden geraubt, versteigert oder gehen in Staatsbesitz über. Ein Fall von vielen, wie er in einem Gemeindejournal dokumentiert ist. Der Papierhändler Kaut hat in diesem Jahr 95 Zentner Bücher auf 8 Vierspännern aus der Klosterbibliothek von Rottenbuch weggefahren. Wertvolle Handschriften werden zu Altpapier. Viele Klöster werden jetzt aufgelöst. Kirchen, katholisch wie evangelisch, werden abgerissen oder zweckentfremdet. Zu Pferdeställen, zu Werkstätten, zu Theatern. Ein schwerer Schlag für die Kirchen. Die weltliche Macht triumphiert. Demütigung des Papstes.
Wehrlos muss er zusehen, wie sich Napoleon am 2. Dezember 1804 selbst den goldenen Lorbeerkranz aufsetzt. Die Kirche braucht er dazu nicht mehr. Napoleon diktiert, der Papst muss zuhören. Später wird Pius VII. Sogar Gefangener Napoleons werden. Erst Jahre danach, nach Napoleons Sturz, kann der Papst wieder in Rom einziehen. Der Vatikan ist bis heute der kleinste Staat der Welt. Der Kongress tanzt. So galant soll der Adel nach Napoleons Niederlage beim Wiener Kongress die Neuordnung Europas und die Versöhnung mit der Kirche betrieben haben. Der Adel braucht die Kirche, denn sie legitimiert die Herrscher von Gottes Gnaden. Allianz aus Zepter und Kreuz. Die Völker Europas haben im Kampf gegen Napoleon zunehmend ihren Nationalismus ausgeprägt, mit dem sich die Kirchen verbunden haben. Das Volk fordert jetzt Regierungsbeteiligung. Zugleich revolutioniert der Technikboom die Gesellschaft. In England entsteht eine neue Klasse, die Europa zu einem Pulverfass machen wird. Das Industrieproletariat. In 1830 wird in England die erste Eisenbahnstrecke eingeweiht. Sie verbindet die Baumwollstadt Manchester mit dem Handelshafen Liverpool. Auch wenn zunächst viele glauben, dass eine Geschwindigkeit über 30 Stundenkilometer gesundheitsschädlich sei, setzt man doch schnell auf das neue Transportmittel. Die Eisenbahn. Für die einen ist sie Symbol des Fortschritts, für die anderen ist die neue Maschine der stahlgewordene Antichrist. Die Dampfkraft bringt die industrielle Revolution auf den Weg. Sie sorgt für verbesserte Mobilität und für effektive Mechanisierung der Arbeit. Der Schritt von der Agrar- zur Industriegesellschaft scheint zunächst vielen zu nützen. Die Massenarmut in Europa geht zurück, das Pro-Kopf-Einkommen steigt kurzfristig sogar. Die Eisenbahn verlangt die Förderung riesiger Mengen von Kohle und Erz und sorgt für weltweiten Handel. Es herrscht Aufbruchstimmung im neuen Bürgertum, bei Fabrikbesitzern, Börsenmaklern, Spekulanten. In den Industriezentren weicht der anfangs euphorische Fortschrittsglaube jedoch bald einer bitteren Ernüchterung. Der Wegfall der Zölle und die Schnelligkeit des Handels führen zu erhöhtem Konkurrenz- und Preisdruck. Die Fabrikarbeit entwurzelt die Menschen. Die Abwanderung in die Industriestädte und die Bevölkerungsexplosion erzeugen eine Welle der Verelendung. Die Könige dieser Imperien, die Fabrikanten, sind mehr als bloße Arbeitgeber. Als Besitzer der Produktionsmittel und des Geldes werden sie zu Herren über Leben und Tod. Besonders verheerend sind die Zustände in den Bergwerken. Um die benötigten Mengen an Kohle fördern zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben, werden die Arbeitsbedingungen immer härter. An Sicherheitsvorkehrungen wird gespart. Die Arbeitszeit beträgt 16 Stunden und mehr. Oft müssen Kinder die schweren Kohlewagen durch die Transportschächte ziehen, die manchmal nur 50 Zentimeter hoch sind. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Arbeiters im englischen Leeds liegt bei 19 Jahren.